fertigen Adventskalender-Bastelanleitung. Ich habe hier verschiedene WC-Rollen bereits schon anfangen zu dekorieren mit der wunderbaren Spitzenmatten-Sujet, die wir hier haben. Sogar noch ein Engeli ist da drauf. Oder das wunderbare Merry Christmas. Und das Ganze tue ich mit diesen Adventszahlenstempelset noch beschriften. Ich habe es mit einem Gunigol-Punkt-Leim aufgeleimt, dass der Beschenkte, der das überkommt, kann das und den Leimpunkt wegnehmen und hat somit eigentlich dann ein Päckchen, ohne den Schuss wieder einmal brauchen und weiter verschenken kann. Und dann hat ja eigentlich der Adventskalender wie zweimal eine kleine Verwendung. Wie das geht, tue ich euch sehr gerne zeigen. Ich brauche dazu 24 WC-Rauali. Ich habe mich für die Farbe entschieden, die Outdoor-Farbe, die es neu gibt, die Deluxe-Farbe und Kaschmir. Damit es ein bisschen Kontrast gibt, nehme ich aber gerne so drei verschiedene Farben, dass es nicht zu viel ist und auch nicht für mich jetzt zu wenig. Als erstes tue ich das WC-Rauali mal jetzt hier mit Silber grundieren. Am besten geht man mit zwei Fingern ins Rauali, dass man gut kann auf allen Seiten malen und es angebig drehen. Und es geht eigentlich wirklich sehr schnell und lässt das gut trocknen. Nachher kann man es ein bisschen leicht so zusammendrücken, damit man es formen kann. Und zwar hier oben auf beiden Seiten eindrücken, dass es eben hier die Päckchenform gibt. Und auf dieser Seite auch gleich, dass die Öffnung oder die Verschliessung etwa gleich aussieht. Und jetzt kann ich das Ganze noch dekorieren und ich habe hier von der Spitzenmatte die Sternchen ausgeschnitten oder zweggeschnitten und kann es mit dem Rubelgol ganz einfach so drauf leimen. Und das sieht doch so schön aus, wie das glänzt mit dem schönen Stern. Wenn das Ganze dekoriert ist, ich habe jetzt bereits hier auch noch eine Zahl drauf, kann ich das füllen. Ich habe zum Beispiel hier ein Nutella, das ich hier rein tue. Und kann es nachher wieder zutun und ist doch bereits schon eins gefüllt. Und so einfach kann man mit ganz wenig jemandem Freude machen. Und wenn man verschiedene Sachen braucht von diesen Gummisprodukten, hat man doch selber Freude, wenn man jemandem so ein Geschenk machen kann.